Herzlich willkommen zum YouTube-Kanal von Heilwiese. In meinen Videos geht es um Wildpflanzen als Futter für unsere pelzigen Lieblinge. Gerade Kaninchen, Meerschweinchen, Degus und Chinchillas sind auf Pflanzen als Nahrung angewiesen. Also warum Wiese füttern? Wiese ist das natürlichste Futter für unsere Lieblinge, da sie sich meist hauptsächlich oder als Zusatz in der Natur auch von frischen Pflanzen ernähren. Herbivoren sind an eine zellulosehaltige Ernährung angepasst, die ihnen in dem Umfang weder Gemüse noch Trockenfutter bieten kann. Das fördert die Verdauung und führt zu einem gesünderen Tier. Nager und Kaninchen haben zeitlebens nachwachsende Zähne, die immer abgenutzt werden müssen. Brot, Trockenfutter und Gemüse können das nicht bieten. Sogar das beliebte Heu kann mit der Zahnabnutzungsleistung von Wildkräutern, Laub und Ästen nicht mithalten. Kaninchen und viele Nager haben eine geringe Flüssigkeitsaufnahme, ähnlich wie Katzen. Das führt dann häufig zu Blasengries oder Nierenproblemen. Wiese und Laub enthält dagegen genug Wasser, damit unsere Haustiere hydriert und gesund bleiben. Wie bei uns Menschen ist eine zu sterile Umgebung ungesund. Die Zufuhr verschiedener Organismen mit der Wiese trainiert das Immunsystem und kann bei gesunden Tieren zu einer geringen Krankheitsanfälligkeit führen. Eine Impfung ist jedoch Pflicht. In vielen Wildpflanzen sind sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die sich gar nicht oder in geringen Mengen in unserem Gemüse befinden. Gerade diese sind jedoch enorm hilfreich bei der Gesunderhaltung unserer Haustiere. Im Trockenfutter fehlen sie meist ganz. Das liebe Geld. Trockenfutter, Heu und Gemüse können uns finanziell ganz schön fordern. Wiese ist dagegen umsonst. In den Monaten, in denen man sammeln geht, kann man für das Winterfutter oder Notfälle sparen. Ganz wichtig ist, dass diese Art der Fütterung Beschäftigung bietet. Nicht nur unseren Kaninchen und Nagern, sondern auch uns. Wiese sammeln bietet die gleichen Vorteile wie mit dem Hund Gassi gehen. Frische Luft, Sonnenlicht und schöne Landschaften. In meiner Infomappe könnt ihr alles nochmal nachlesen. Auf Facebook könnt ihr sie herunterladen, ansonsten schreibt mich einfach an. Vielen Dank für die Bildeinsendung. Vergesst nicht, nach neuen Videos zu schauen, den Daumen nach oben zu drücken und Heilwiese zu abonnieren.